Weltwärts ist ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst, den haben wir vor anderthalb Jahren geschaffen. Wir finanzieren ihn, wir arbeiten bei der Durchführung, es gibt keinen staatlichen neuen Dienst. Wir arbeiten mit über 200 Entsenderorganisationen zusammen und bisher sind etwa 2500 junge Leute weltwärts gegangen, zwischen einem halben Jahr, und sie können bis zu 2 Jahren praktisch lernen und helfen in Afrika, in Lateinamerika, in Asien. Und der große Vorteil ist, früher gab es das auch und ich habe hohen Respekt vor denen, die das gemacht haben, aber man muss ausdrücklich dazu sagen, es war dann eben immer für diejenigen, die von zu Hause her auch was mitgebracht haben. Und wir finanzieren das, sodass eben auch Kinder, die es zu Hause nicht so dicke haben, davon Gebrauch machen können. Auch nicht nur Gymnasiasten, die auch, aber auch welche, die Berufsausbildung haben oder auch Hauptschulabschluss. Da gibt es junge Leute, die dabei sind. Das finde ich ist wichtig, denn manche wollen anschließend in Unternehmen interkulturelle Kompetenz den Leuten beibringen. Die, die da zurückkommen, die haben einen ganz anderen Blick auf die Welt, die haben einen ganz anderen Blick auf unser Land und die kommen niemals als Rassisten zurück und die werden auch nie Rassisten und das ist eben auch eine ganz besonders wichtige Aufgabe. Wie wir eigentlich in der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise gemeinsam vorgehen müssen. Und da hat Dagmar ja auch schon das Wichtige dazu gesagt. Es geht einmal darum, dass wir dranbleiben. Denn Sie glauben doch mit dem Ernst, dass von den G20-Beschlüssen schon alles umgesetzt sei. Da hat jeder das Gefühl gehabt, beschlossen, ja. Aber die Frage der Regulierung von Finanzmärkten, der Regulierung von Hedgefonds, da wird jetzt in London schon wieder und auch in den USA dagegen gesprochen. Argumentiert und Lobbyarbeit dagegen gemacht, weil die das Gefühl haben, oh ja, jetzt haben wir doch vielleicht das Schlimmste überstanden, behaupten die dann, und dann können wir uns da widersetzen. Und da ist es so wichtig, deshalb hast du das auch zu Recht angesprochen, es ist wichtig, dass in der deutschen Regierung diejenigen auch das Sagen haben, die wollen, dass diese Beschlüsse umgesetzt werden und die sich nicht dem Druck von marktradikalen Lobbyisten und im Bankenwesen unter Druck setzen lassen. Das ist das eine, das ist die Frage der Regeln. Es geht um die Frage, es gibt noch keine wirklichen, realen Beschlüsse, das werden wir wohl im September, Mitte September erst sehen, in denen zum Beispiel klare Regeln gesetzt werden für alle Finanzakteure, in allen Regionen, für alle Produkte, die gibt es noch nicht. Weil es immer wieder im Hintergrund dagegen agitiert wird. Wir brauchen aber solche globalen Regeln für die Finanzmärkte, damit wir die Katastrophe, die da entstanden ist. Und die ist für die Banker nicht die Katastrophe. Aber sie kann, wie du es geschildert hast, sich in Bezug auf die Realwirtschaft deutlicher auswirken bei uns, als man das vorher annimmt. Und vor allen Dingen auch in Entwicklungsländern. 100 Millionen Menschen werden mehr in Armut fallen, sagt die Weltbank, wenn wir da nicht gegensteuern. Also, das ist notwendig, um das zu verhindern. Und dann greife ich einen Punkt raus, den vielleicht noch keiner so ganz realisiert hat. Als die Diskussion, das sind ja auch immer diese Fachbegriffe, das geht ja, weht ja an manchen Leuten dann vorbei, weil es dann immer nur im Wirtschaftsteil steht. Es gab ja erstmal einen EU-Beschluss zu sagen, Leerverkäufe werden verboten. Durch Leerverkauf, im Englischen heißt es Short-Selling. Was sagt jeder? Ja, also kann sich jedenfalls wenig darunter vorstellen. Was ist das, Leerverkäufe oder Short-Selling? Das heißt, dass jemand, ohne selber überhaupt über diese Wertpapiere bereits zu verfügen, spekuliert auf sinkende Preise in diesem Bereich. Er gibt sozusagen Wetten ab, dass die Preise sinken. Und das heißt, eigentlich ist es eingebaut, das Prinzip, dass jemand darauf spekuliert, dass Unternehmen insolvent und pleite gehen. Und deshalb war für, ich glaube, es war ein halbes Jahr lang, war dieses Short-Selling verboten.
Es ist funktioniert, es läuft aber wieder. Und deshalb plädiere ich dafür, dass wir alle Initiativen unternehmen, um solchen Methoden der Finanzjongleure ein Ende zu setzen. Die müssen nicht nur ein halbes Jahr, sondern die müssen wirklich dauerhaft von solchen Geschäften, gefährlichen Geschäften Abschied nehmen. Und da sollten wir wirklich dazu beitragen. Wir haben, natürlich, wir werden nie, und das wollen wir auch nicht, wir wollen keine Weltregierung. Aber die Wahrheit ist doch, das erleben Sie doch jede von Ihnen in Ihrem Feld. Es gibt ganz viele Organisationen international. Es gibt die UN, es gibt die Weltbank, es gibt den Währungsfonds, es gibt die Welthandelsorganisation. Und keineswegs stimmen alle in der Zielsetzung nachher real überein, sondern manche verhalten sich völlig gegeneinander. Die Dagmar hat es vorhin bei den Handelsfragen zum Teil mit angesprochen. So, und was wir brauchen, da bin ich überzeugt, wir haben in Sicherheitsfragen einen UN-Sicherheitsrat, der entspricht auch nicht mehr, sagen wir mal, der aktuellen 21. Jahrhundertwelt. Aber es gibt ihn, und da können solche Fragen beraten werden. Wo werden denn die großen weltwirtschaftlichen Fragen eigentlich beraten? Und wo werden sie gemeinsam abgestimmt? Die G20 sind wichtig, ja, solange sonst niemand da ist. Aber ich plädiere für einen wirklich inklusiven, alle Regionen hochrangig vertretenen Weltwirtschaftsrat, in dem Fragen, soziale, ökologische, wirtschaftliche Fragen, abgestimmt diskutiert werden und gemeinsam entschieden werden. Denn vor einem möchte ich warnen, und das erlebt man, die armen Länder, die bei den G20 gar nicht vertreten sind, die sagen, wie, ihr beschließt hier was, ihr wälzt uns die ganzen Probleme vor die Tür, Klimawandel, Ernährungssituation und die Finanzspekulation, ihr wälzt uns die Probleme vor die Tür und wir sollen nachher eure Regeln übernehmen. Wir brauchen, damit die Welt für die Zukunft gerechter und friedlicher wird, auch die Beteiligung möglichst aller Regionen, auch am Entscheidungsprozess. Sonst werden die Gewaltaktionen in der Welt steigen. Und Sie müssen einfach überlegen, wir werden in ein paar Jahrzehnten, wird die Welt aussehen, USA, je nachdem, Indien-China oder China-Indien, je nachdem, und irgendwo dann auch Europa. Wir müssen ein eigenes Interesse daran haben, dass diejenigen, die geboren werden in der Zukunft, und von denen, die in der Zukunft geboren werden, werden 95% in Entwicklungs- und Schwellenländern geboren, dass die unter Verhältnissen leben, in denen sie Demokratie, Menschenrechte, Gerechtigkeit erleben. Und wir haben die Aufgabe, das gemeinsam zu erarbeiten. Und oft wird der Politik ja vorgeworfen, sie würde nicht von hier bis über den Tellerrand gucken. Aber das sind Fragen, wo man langfristig und nachhaltig Perspektiven sehen muss, rechtzeitig gegensteuert und versucht, politische Verantwortung wahrzunehmen. Und jemand wie der John F. Kennedy, der nun wirklich kein Linksradikaler war und auch kein Sozialdemokrat oder so, der hat schon in den 60er Jahren gesagt, wenn es nicht gelingt, die Millionen Armen in der Welt zu retten und denen Perspektiven zu geben, werden wir auch die wenigen, die reich sind, nicht retten können. Und das sollten sich die andere Vorstellungen von der Welt haben, merken. Und in diesem Sinne sehen Sie, Entwicklungspolitik ist das faszinierendste, schönste, wichtigste Arbeitsfeld, in dem man tätig sein kann. Es geht um globale Regeln, aber es geht auch um das praktische Handeln. Und Sie versuchen beides, ich versuche beides, und lassen Sie es uns gemeinsam tun. Vielen Dank.